Hier präsentieren wir die 5 beste Kinderfahrradtest. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. Das schicke und günstige Kinderfahrrad in 14 Zoll für Jungen ist als BMX Edition 2018 nicht nur sehenswert, sondern auch durchweg überzeugend, was die Verarbeitung und Sicherheit angeht. Das coole Design im Giftgrün und Schwarz und die extra dicken 35 cm 14 Zoll Reifen werden jeden kleinen Abenteurer begeistern. Es ist ab einer Körpergröße von 1 Meter bzw. ab 4 Jahren gut nutzbar. Man kann den Sattel von 50 bis 56 cm und den Lenker von 65 bis 70 cm verstellen. Der Kettensicherheitsschutz, die Rücktrittbremse und die Vorderradbremse sind kindgerecht und eine unbedingte Notwendigkeit für jedes Kinderfahrrad dieser Größe. Nummer 4. Ein sehr günstiges Kinderfahrrad bietet die Firma Premisius an. Es überzeugt nicht nur durch das schöne, kindgerechte Design, sondern auch durch die hohe Sicherheit aufgrund der soliden Verarbeitung und die kindgerechte Ausrüstung. Es ist für Kinder ab 4 Jahren ca. 105 cm Körperhöhe geeignet und durch den tiefen Einstieg ideal für Anfänger. Die Sattelhöhe ist von 54-62 cm frei einstellbar und auch der Lenker kann von 63-75 cm verstellt werden. Trotz des stabilen Stahlrohrrahmens mit Mehrschichtlackierung und der Aluminiumfelgen auf extra dicken 41 cm 16 Zoll Weißwandluftbereifung wiegt das Rad nur 9 kg. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Bei dem Modell von Bocky handelt es sich um ein Kinderfahrrad mit 12 Zoll. Damit ist es für kleine Kinder ab dem dritten Lebensjahr geeignet, beziehungsweise ab etwa unter 1 Meter Körpergröße. Wenn Sie ein Modell zum Umstieg vom Laufrad zum Fahrrad suchen, ist dieses Fahrrad ideal dafür geeignet, denn es kann mit Stützrädern verwendet werden, die im Lieferumfang bereits enthalten sind. Das Fahrrad ist komplett vormontiert, es müssen lediglich der Lenker quergestellt und die Pedale montiert werden. Falls Sie die Stützräder verwenden möchten, müssen Sie diese ebenfalls noch anbringen. Hinsichtlich des Designs kam es bei den Kleinen sehr gut an, denn sie können zwischen 3 verschiedenen, kindgerechten Ausführungen wählen. Nummer 2. Das Kinderfahrrad mit 20 Zoll Bereifung von Delta hat im Test ebenfalls sehr gut abschneiden können. Es ist in weiß-rosa gehalten und für Kinder mit einer Körpergröße von 115 bis 130 cm geeignet. Der Stahlrahmen ist ca. 29 cm hoch und wenn man es auf der niedrigsten Sattelhöhe eingestellt hat, kommt man vom Boden bis zur Satteloberkante auf einer Höhe von 62 cm. Es verfügt über V-Brake-Vorder- und Hinterradbremsen von Shimano, die sich über Drehgriffe am Lenker gut und sauber bedienen lässt. Insgesamt wiegt das Mädchenfahrrad 13 kg. Die dynamobetriebenen Beleuchtungen vor der und Rücklicht sind stroh-konform, sodass das Rad auch hervorragend für den Schulweg geeignet ist. Und die Nummer 1 unserer Liste. Als bestes Kinderfahrrad konnte sich das Mountainbike von Bergsteiger durchsetzen. Es verfügt über einen Harty 9.5 MTB-Rahmen mit einer Rahmenhöhe von 24 cm. Da das Kinderfahrrad 20 Zoll Reifen hat, ist es ideal für Kinder ab einer Körpergröße von 110 cm geeignet. Das Rad wiegt 12 kg, ist damit sehr leicht, aber dennoch robust. Am rechten Lenker befindet sich eine 6-Gang Shimano Drehgriffschaltung vom Typ Tonne TZ50. Sie ist sehr leicht und komfortabel zu bedienen, was insbesondere für Anfänger von Vorteil ist. Die hochwertige Weißwandbereifung kommt von Kinder 20 1.95. Sicherheit, Grip und Gefahreigenschaften sind damit garantiert. Das Fahrrad ist in Schwarz oder in Weiß erhältlich, was einerseits neutral, andererseits aber auch für beide Geschlechter geeignet ist. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen, abonnieren unseren YouTube-Kanal.